In Vorarlberg im Montafon ist ein Zentrum des Schindelhandwerkes. Die Dächer der Almen sind ausschließlich mit Schindeln bedeckt. Die Lebenszeit der Schindeldächer bestimmt der Neigungswinkel. Eine Faustregel besagt, dass das Dach so viele Jahre hält, wie steil der Neigungswinkel des Daches ist. Hergestellt werden die Schindeln aus Lärchenholz. Früher waren gerade in Vorarlberg aber auch Fichten und Tannen der Rohstoff für dieses Handwerk. Wichtig ist auch bei den Vorarlberger Schindeln der Zeitpunkt der Schlägerung des Baumes, die in der saftlosen, der kalten Jahreszeit und bei kleinem Mond stattfinden soll. Vierfach werden die Schindeln übereinander gelegt und es gibt keine Abschrägung der Schindeln am unteren Ende. Diese Vierfachdeckung hat regional Tradition und ist hier auch erprobt. Jeweils am untersten Ende der letzten Schindelreihe wird eine Stützlatte angenagelt, die das Arbeiten auf dem Dach erleichtert. Für das Dachdecken benötigt es einige schöne Wettertage. Früher wurde das Decken der Dächer von den Bauern selbst erledigt oder im bäuerlichen Nebenerwerb durchgeführt. Die Konstruktion des Giebels ist ein Spezifikum des Montafons. Auf der Schlechtwetterseite werden vier Schindeln übereinander genagelt, die über das Dach stehen und so Regen, Hagel und Schnee abhalten. Damit der Giebel gerade ist, wird ein Seil über das Dach gespannt und dann die Schindeln auf die vorgegebene Länge angepasst. Die Schindeldächer des Montafon haben Jahrhunderte überdauert und sind heute wieder eine moderne und nachhaltige Alternative zu anderen Dachdeckungen. Das wollen Sie jetzt noch festhalten. Früher brauchte man keine Dachdecker. Jeder Landwirt hat das selbst gekonnt. Jeder hat seine Gebäude selbst gedeckt. Im Hochalpen. Und heute merkt man, man braucht überall Firmen.